Yo Friends, herzlich willkommen heute zu einem ganz brutalen Vlog, denn es ist eine kleine Ghetto-Party oder Block-Party hier in Köln-Porz, veranstaltet von Rais. Er hat gesagt, ich schmeiße hier einfach mal eine runde Köfte, lade die ganze Siedlung ein und dafür braucht er den richtigen Koch. Und wer eignet sich besser dazu, außer Charo? Charo. Ach, ja, der Shabab ist auch schon wild dabei. Ich habe hier die Grillzange in der Hand, denn es gehen heute locker über 1000 Köfte über den Grill. Es ist ein schönes Gefühl, den Leuten Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Und heute bin ich nicht 100% on point, weil ich habe viele Leute zu bewirtschaften. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Gegrillt, oder? Ich höre dich nicht, du musst näher kommen. Ich sag, in so einer Kulisse haben wir auch noch nicht gegrillt, oder? Nee, Mann, das ist richtig Ghetto. Richtig, richtig Ghetto. Hinter dir fährt gerade Tratar ran. Diese Bild, ey, Bruder, kannst du so ein weiteres Foto machen? Natürlich doch, Bruder. Du hast Hunger. Hast du Hunger, Bruder? Warte, warte. Habibi, lass dich schmecken. Wie schmeckt's hier? Mag Baba Walla Bila. Noch nie so gut gegessen. Noch nie so gute Köfte gegessen, Bruder. Sag mal den. Lasst euch schmecken. Wie hat's dir geschmeckt, Bruder? Wie heißt du? Dillowan. Wie? Dillowan. Bruder, wie hat's dir geschmeckt? Nach euch Baba. Baba. Einfach ohne reden, Bruder. Nach euch, Bruder. Ohne will zu reden. Mag Baba. Weißt du, was ich einfach so verhandelt habe? Bismillah. Bismillah. Er ist heiß, Bruder. Der Walla, der ist. Warte, wow. Habibi. Scharf oder heiß? Beides. Lass brennen! Habibi, Habibi, komm. Küss doch deine Augen. Höchstpersönlich von Charo. Heiß ein bisschen, aber. Weißt du, ehrliche Meinung, aber ehrliche Meinung hier. Knall weg. Ich küsse deine Augen. Sieht auf jeden Fall brutal aus. Ah, unnormal. Bismillah. Ich küsse deine Augen. Einfach nur exzellent. Was bei dir? Du wartest noch? Ich muss mich noch gedulden. Der sagt, es ist noch nicht perfekt. Da muss noch eine drauf. Wallah, das ist ein Feinschmecker, der Bruder hier. Abu Feinschmecker, Abu Feinschmecker. Sag hier, Habibi, guck hier, dieser Burger King Grill ist für dich. Ja, das ist so versandfertig. Wow. Sogar vier Stück, das ist Charo, vier? Hey, Bismillah und rein damit. Bismillah. Wo ist das? Moment für mich selber. Was geht, Bruder? Wie heißt du? Chris. Wie? Chris. Chris? Ja. Was machst du? Was ist heute deine Aufgabe? Ja, wie ein Grillen. Wie grillen? Ja, mit Charo. Korrekt, Mann. Danke, dass du hilfst, Bruder. Chris ist einfach ein Soldat. Ja? Der ist einfach ein Soldat. Der hat doch jetzt ab 1.8. Ausbildung zum Charo bei mir. Ah, okay. Ja, heute ist Praktikum, 1.8. fängt an. Ahmed ist gerade beschäftigt, hier seht ihr die Schlange. Bruder, wie läuft's an der Köftefront? Sehr gut, der Charo macht super Köfte. 10 ja? von 10. 10 von 10. Wie lange wartet ihr schon? Eine Stunde, 2 Stunden. Sehr lange. Bruder, du hast schon eine gegessen. Hä? Du hast schon eine gegessen, ich erkenne dich doch wieder. Kurze Frage, Bruder. Junge, der Boy hinter der Kamera, Wallah, Bruder, ich werde immer, wenn ich sie bin, ich schüchtern, Bruder, weil du so heiß bist, Digga. Mir ist heiß, Bruder, wenn du hier bist. Ich schwitze. Bruder, hast du schon gegessen? Bruder, ich habe gegessen, es war unglaublich lecker, ich schwöre. Der Charo hat drauf. Bruder, guck mal, die Hälfte, die da ist, ist nur wegen Charo kommen, Bruder. Über die Hälfte. Wallah, die haben gelesen, Charo kommt und sagen, Wallah, wenn Charo kommt, der essen. Ich sag, Wallah, ich komm nicht mal wegen mir, wenn ich. Die sind alle wegen ihm gekommen, Wallah. Wallah, er ist der geilste, Wallah. Danke, Bruder, für Köfte auf deinen Nacken. Bruder, ich küsse eure Augen. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr gute Laune mit habt. Danke, dass ihr mit auf meinem Video seid, Bruder. Und danke, dass ihr immer da seid, Bruder. Ihr seid die geilsten, Wallah. Wie schmeckt's? Geil, Wallah. Weißt du, wer das gemacht hat? Reis. Reis hat das. Bester Mann. Reis ist Koch geworden, ne? Voila. Vielen Dank, dass der Charo heute gekommen ist. Ich weiß, obwohl er heute einen sehr wichtigen Termin hat, hat er es trotzdem geschafft. Du weißt. Ich weiß sie sehr zu schätzen. Ich will gleich auf den Moral hören, ne? Von Reis. Ach, ich mach sogar Moral heute. O Dinje, Dinje, Zar, Mekes, Yitalei. Das ist übrigens der Mo, der Bruder von Reis, der Organisator dieser Blockparty. Was geht ab? Bester Mann, Habibi. Habibi, schön, dass ihr da wart. Tristan, danke, dass du da warst. Gib mir kurz, komm.
Habibi. Christian, danke, dass du hast da hast du schon was Bruder. Gegessen, Bruder? Ich schwöre, ich habe heute den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ey, ich schwöre dir. Das müssen wir jetzt ändern, Bruder. Maschallah, so. Wahnsinn. Keine Sorge, Bruder, ich schneide das weg. Krassester Grill, krassester Meister. Nur am Essen hier. Ich dachte, du rollst die Dinger. Wie schmeckt? Sehr gut, Bruder, ja? Ja, schmeckt dir? Super. Ich hab 300 ausgeteilt und jetzt kannst du den ersten essen. Lass dir schmecken. Hast du schon gegessen, Habibi? Nein. Guck mal, du hast nichts zu essen und er isst. Er fliegt einfach die wilde FPV-Drohne. Richtiges Genie, ja. Wir haben einfach Haftbefehl gefunden. Der ist einfach auf wie Haftbefehl. Willst du irgendwen grüßen? Ja, ich grüße alle Kurden hier in Demo. Und Demo 51 bleibt echt ein. Ja, Mann, Demo. Wie läuft's, Bruder? Ey, wunderbar. Ich schwör, dieses Ding oder die Grilltonne, ne? Jetzt guck mal, wie viele Mann hier drum und rum sind. Aber wir kriegen alle satt. Ist nicht das erste Mal. Mit der Grilltonne wird jeder satt. Ey, aber die überrascht immer wieder aufs Neue. Ja, Mann. Immer wieder aufs Neue. Coole Leute, coole Stimmung, cooles Essen. Was willst du mehr? Nicht kochen ist das neue Feiern, das sage ich euch. Guck mal, wenn ich eins über Katar gelernt habe, dann, dass er überall ist und nirgendwo. Wirklich. Bruder, es gibt auch Tage, da hat er so 6-7 Stunden lang Telefonate nur im Auto, Bruder. Er sitzt einfach vorm Tower, aber er hat keine Zeit hochzukommen, weil er einen Anruf nach dem anderen, Bruder. Wallah, der Mashallah, ja, ich sag dir ehrlich, das, was der macht, Bruder, ich hätte mich schon längst. Ich werde gerufen, ich werde gebraucht. Ich habe keine Hand mehr frei, was soll ich machen, Bruder? Ich habe eine Hand, habe ich Kamera, eine dies. Hamza, bitte mach mal diese Kappe so nach. Das ist ja Generation Yum-Yum, weißt du, die kennen die Tricks hier, wie man Capri-Sonne aufmacht, wie man Yum-Yum zubereitet, das ist Generation Yum-Yum. Die brauchen einfach zwei Hände, die brauchen zwei Mann, um eine Capri-Sonne aufzumachen. Das hier mitten im Ghetto, das wisst ihr, dass hier alle woanders sind, hier, zwei Mann, um eine Capri-Sonne zu stechen. Wo sind wir angekommen? Schmeckt, Bruder, schmeckt. Wir grillen hier gerade so schön und ich habe schöne Nachrichten. Restaurant. Die Chelo Abdi-Folge, die wird gerade richtig gefeiert. Ja? Ja, ich küsse eure Herzen. Auf 1 von 10 nach 47 Minuten. Man sieht es jetzt nicht hier. Ich küsse eure Augen. Ihr seid die schönste Community. Wir sind die schönste Community. Ich grüße alle Haweris von Demo. Danke. Sicherheitsdienst finden das nicht so schön, was wir hier machen. Aber gut, was essen wollten sie auch nicht, weil sie sonst bestecht werden. Aber Bruder, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben hier heute über 1000 Leute satt gemacht. Bruder, alleine, schau mal, Bruder, es geht mir gar nicht um die Leute, die wir satt gemacht haben, sondern was für mich und was für Raiz auch ein sehr Herzenswunsch war, Bruder, war, dass wir einfach beispielsweise gerade hier in dieser Block, wo die Kinder nicht so viel Perspektive haben, denen es eigentlich gar nicht gut geht, die für den ein leckeres Essen, ein Luxus ist, was für uns normal ist, wollten wir einfach halt eine kleine schöne Geste machen und einfach Spaß haben, dass die einfach einen geilen Tag haben, am Sonntag schönes Wetter, weißt du? Das war einfach unser Ziel, es ist uns gelungen. Bruder, es ist euch sowas von gelungen. Geil, dass ihr da wart, Bruder, ich schwöre, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gefreut. Das war ein Herzenswunsch, dass ihr da seid, Jungs, Wallah. Und ja, Mann, wir haben auf jeden Fall abgerissen, Alter. Und eine Sache noch, deine Würstchen sind fertig. Ich hatte gerade Hunger, jetzt habe ich wieder keinen Hunger. Ist einfach. Das ist echt merkwürdig. Ich glaube, ich muss erstmal ein... Bist du zufrieden mit dem Tag, Bruder? Ja, Bruder, übertrieben. Ich glaube, das wird das wildeste Video, was ich jemals gemacht habe. Und das war auch das chilligste, siehst du, guck mal. Geile Sau, Alter. Wallah, du geile Sau. Wallah, du bist die geilste Sau hier in dieser ganzen Hut, Bruder. Demo 5-1. Ey, zeig mal deine Leben. Wallah, Krise. Allen hilfst du genug, aber selbst bleibst du liegen. Du und Donatello, ihr seid da, wie heißt du? Gabriel. Genau, Gabriel. Gabriel und Donatello waren heute die coolsten, die heute bei dem ganzen Dreh waren. Chuck, offiziell. Du hast schon 10er gekriegt, ne? Du hast auch 10er gekriegt, ne? Doch, oh. Nach dem Fußballspiel. Wallah. Nach dem Fußballspiel habe ich dir in die Hand gegeben, oder? Nein. Alter, 10er, komm, zeig mal nochmal, wie du gemacht hast. Zeig mal in die Kamera. Ist jetzt auch einmal. Zeig mal eine 10er in die Kamera. Ja, 10er, 10er. Junge, Junge. Habib Alibi, er macht diese hier.
So, meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich kann mir denken, dass das heute ein chaotischer Tag oder ein chaotischer Vlog für euch sein wird. Es war nicht geplant. Man hat mich angerufen, hast du Zeit, da ist deine Tonne bereit. Zack, haben wir die eingepackt und sind jetzt hier. Ich habe auch noch nie gesehen, dass du das Ruder aus der Hand gegeben hast. Einfach andere Shababs am Grill. Nee, die haben mich auch wirklich, ich wollte das nicht machen, aber die haben gesagt, bitte, bitte, es reicht jetzt. Mach den Platz frei. Bleib weg hier. Ja, Bruder. Dann machen wir uns jetzt einen schönen Feierabend, ne? Noch ein bisschen jetzt machen wir uns einen Feierabend. Ich genieße jetzt noch ein bisschen die Atmosphäre. Ich lasse das hier auf mich wirken. Irgendwie erinnert mich das immer ein bisschen an meine Kindheit, weißt du? Ja, Mann. Ja. Hallo. Ist er die ganze Zeit im Bild? Der war auch schon heute mehrmals im Bild. Ich glaube, der ist gerne in der Cam. Ja. Man hat mir gesagt, der sieht aus ein bisschen wie Haftbefehl. Wie Haftbefehl? Das könnte sein. Das könnte sein, der zukünftige Haftbefehl. So, Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns ein Abo, einen Kommentar da und hier, Haftbefehl auch pushen. Ganz, ganz wichtig, ein Abo und Like da lassen. Ja, Mann, das hat er noch geschafft, Familie. ودنيا دنيا زار مقاسيت علي وروحت الحبيت وين من ايدي ودنيا دنيا زار مقاسيت علي وروحت الحبيت وين من ايدي ولا تفكروا انت ساكن موت فايقون عيناي وانت نحاد